10:09 für die Spreefüchse. Girl bleibt jetzt draußen. Der Trainer wirkt auf sie ein. Und so Bedenko geht auf die halblinke Position. 1:1. Und dann macht sie den Treffer. Treffer Nummer 7. Und Dreves völlig frei. War schön frei gespielt. Dreves hat ja den halben Kreis für sich und kann sich ja versenken. Ja, müsste man jetzt so als nicht Handball-Experte, aber müsste man jetzt nicht einfach versuchen, die Sibridenko rauszunehmen, also als Manndeckung, und jetzt der Konter, Kollege. Tor. Der Ausgleich für die TSG. Ich denke mir, damit hat sich die Trainerin auseinandergesetzt und gegenwärtig halte ich das als nicht erforderlich, weil man muss wissen, Juliane Rüh und alle anderen sind auch nicht so in der Lage, das Spiel dann auch zu gestalten. Insofern, das Ergebnis zeigt, es wird noch gut dabei. Und das wird sich auch irgendwann reduzieren, wenn die Konzentration nachlässt. Das zum Beispiel hätte nicht Not getan, diesen leichten Ballverlust. Ja. Aber hieben wir drüben, sind das spektakuläre Spielweisen und das ist doch gut so. Ja, dieser Ball vom Torwart hat dann auch eine Gegnerin dran und deswegen kam er nicht an. Und da hört man lautstark die Fenster TSG Wismar. Macht einer das als Manager so ein bisschen stolz? Ich habe das nicht verstanden. Macht ihr einer als Manager so ein bisschen stolz? Da sind Partner bei, die sehr, sehr lange dabei sind und mit denen ich sehr gut umgehen kann. Und insofern freut man sich schon zu solcher Unterstützung. Und zu dem Tor noch mehr, natürlich. Natürlich, Evelyn Schulz zur Führung für die TSG Wismar 11:12. Berlin jetzt auseinandersetzen muss und Sibidenko hat sich zwei, drei Aktionen genommen, hat nicht funktioniert und jetzt kriegt ihr eine Pause. Und Girl kommt zurück aufs Feld. Und wieder wirken die Spreefüchse da ein wenig einfallslos. Boah, das war klasse gespielt. Kühne, Tor! Die erste 2-Tore-Führung für die TSG Wismar. 13:11. Und das war schön gestellt. Und das ist eine Situation, worauf sich die Berliner jetzt erstmal einstellen müssen. In der Tat, wir sind gut dabei und das ist ganz wichtig, dass man den Berlinern zeigt, dass man gegenhält. Und das ist wesentlich und das muss man beibehalten. Und dann hat man auch noch das Glück an Torwart Antje Borkowski. Und jetzt hat man hier die Chance, auf 3 Tore wegzuziehen. Hebler mit dem Pass, das war nicht so gewollt, aber Dreves mit dem Treffer. 14:12, Jude Dreves, ihr zweiter Treffer in dieser Partie. Unsere Sibridenko kommt zurück ins Spiel. Und jetzt werden wir gleich eine Variante sehen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Angesagt ist... Zweiter Kreisspieler, Göll und der Treffer. Das war klasse gespielt. Aber man eben ganz klar gesehen, die Ansage von Sibidenko. Und dann den zweiten Kreisspieler gestellt für den Shooter aus dem Rückraum. Ja, das ist gekonnt. Das ist ja schön so, dass die Frauen tollen Handball in der zweiten Liga vorweisen. Insofern... müssen wir uns dazu alle zusammen freuen. Ja, es war ein wunderschönes Tor. Von Gölder und auf einer Seite jetzt abgepfiffen.
Und den hat sie wahnsinnig gut geholt. Franziska Hippler. Da gibt es, wenn man das so nennen kann, Szenenapplaus für von den Fans der TSG Wismar. Das war ganz stark geholt. Ja, das zeichnet ja unsere Mannschaft aus, dass sowohl Hippler als auch Lars Kollecke nach hinten Bälle weglaufen oder ablaufen. Und das wird ja häufig gar nicht bewertet. Das ist so wesentlich und wichtig. Das macht eine Mannschaft stark. Und da Kühne. Und es gibt keine 7 Meter gegen Daniela Ernst. Gutes Spiel Rü nach dem Kreisanspiel mit ihrem dritten Treffer. 13 zu 14. 13 zu 14. Und wieder Ballverlust nach dem Fußspiel. Dividenko, gut. Sind wir faul. Habe ich genauso gesehen, denn der Manager nickt auch mit dem Kopf. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Zahlen. Davon ausgehend, dass Wismar die Qualifikation für die eingleisige zweite Liga schafft. Was kommt für Belastung, gerade finanziell, auf die TSG zu? Ja, das wird auch nicht die TSG alleine wuppen können. Da werden wir sicherlich alle Institutionen der Stadt Wismar ins Boot nehmen müssen, wenn es denn soweit ist. Wir haben vor, die Schritte nacheinander zu lösen und nicht vorher schon Stimmung zu machen und nachher uferlos ausgelacht zu werden, wenn es denn nicht wird. Wieder gegen die TSG entschieden. Und der Angriff wieder für Berlin. Den Ball weggegeben und es bleibt bei der Führung für die TSG. Jetzt gibt es eine Pause für Hippler und Wolter kommt ins Spiel. Wie flexibel muss man auf den verschiedenen Positionen sein, um in der zweiten Bundesliga mitspielen zu können? Wir sehen das. Jemand fragt, Lars, jetzt dreht es auf der Seite. Es hat Wolter mit Hippler gewechselt. Wie flexibel muss man sein, wenn man sieht, dass auf der zwei dreht jetzt mit der gelben Karte. Zwei liegen drunter. Man noch mit fast einer 7 durchspielen kann die Saison. Also ich denke mir, das schafft keine Zweitligamannschaft mit einer Mannschaft in einen ersten 7er durchzukommen. Und das hat Marsha eigentlich im Laufe der Zeit sehr gut hingekriegt. Sie hat die Mannschaft geformt, dass sie Alternativen hat. Sie kann zum Beispiel Wolter halb rechts spielen, rechts außen spielen und insofern auch das gleiche trifft wie Judith Dreves zu. Unsere Allrounderin Steffi Lars, die sowohl am Kreis als auch beide Außen sehr gut bedienen kann. Eva Kollecker kann Aufbaumitte spielen, Kreismitte oder Kreisaußen, links außen. Also insofern ist das schon eine tolle Sache. Franka Kühne halb rechts, halb links Aufbau. Jemacek das gleiche. Also es ist wesentlich, dass man kompensieren kann und dass die zweite Reihe sich daran auch als Maßstab sieht. Ja, und in der Juliane Röhl, kurze Verletzungsunterbrechung, sie kann zum Glück weiterspielen. Der Pass von Wolter auf Dreves. Verhindert. Ein langer Pass. Und ein Treffer. Jennifer Franke. Zur Führung für die Spreefüchse. Ja, jetzt haben wir die schöne Führung wieder abgegeben. Ja, Christine ist jetzt gerade raufgekommen. Sie muss es nicht erzwingen. Sie muss ruhiger rangehen. Zwei kurze Fehler, gleich mit Gegentoren. Das muss man versuchen zu unterlassen. Ja, das verunsichert gleich das gesamte Spiel klein wenig, ne? Und gibt eine zusätzliche unnötige 2-Minuten-Strafe.
Ja. 2 Minuten jetzt wegen was? Wegen des Ball wegspielen. Das ist ja heute im Ermessen der Schiedsrichter, das so zu bezeichnen. Und wir haben darauf hingewiesen, alle wissen Bescheid. Unnötige 2 Minuten, unnötige Gefahr. Ja, die zweite 2 Minuten Strafe für die TSG. Franka Kühne. Gerade kurz vor der Halbzeit, wo es bei der TSG nicht läuft. Na klar, das muss man über außen ausspielen. Und Jennifer Franke nutzt das natürlich. War richtig ausgespielt, man muss natürlich auch jetzt freispielen. Man hat jetzt den Platz in Überzahl. Ja, das machen die schon sehr gekonnt, das muss man hochachtungsvoll anerkennen. Ja, mit dem Platz und mit dem Treffer. Ja, und jetzt liegt man auch einmal 3 Tore hinten auf Wismarer Seite. Wo man selbst die Chance hat, auf 3 wegzuziehen. Und die Verunsicherung ist da, wie du sagtest. Und da kann man fast noch Glück kriegen, dass wir gleich Halbzeit haben. Ja, das kommt aber, das muss man trotzdem professioneller machen, weil man hat keinen Grund hier sich jetzt unterbringen zu lassen hier. Das ist auch zu leicht, der Abschuss. Und zu früh. Ja, Matek. Und der Treffer. Zu leicht, Marie Bohle. 18-14. Ja. Zu leicht das Ganze. Und jetzt setzen sich die Füchse kurz vor der Halbzeit hier ein wenig ab. Eigentlich das, was wir vermeiden wollten, ist jetzt innerhalb von 2 Minuten passiert. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und da hat man auch ein Glück. Judith Reves schaltet da an Claudia an. Und die letzte 10 Sekunden. Noch einmal das Tor. Maren Tegler. Kommen wir nochmal zum Wurf. Nein, die Füchse verhindern. 19-14 der Halbzeitstand für die Füchse. Berlin und der TSG Wismar. Und da wird die Trainerin jetzt einige Worte finden müssen, damit das besser wird in der Halbzeit 2. Albrecht, Hilper wieder und Dreves. Und dann wollen wir gucken, auf geht's, zweite Halbzeit. Und die TSG mit dem ersten Versuch wieder.